So, sind wir jetzt da? Immer noch nicht. Wo ist denn hier Archer Square? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja hier nicht aus. Das sieht gut aus. Archer Square. Das Zeug steckt da oben fest. Tut mir leid, Kumpel. Aber du bist der Einzige, der einen Sturz überleben würde. Du musst da raufklettern und es runterholen. Ich? Da hoch. Bin ich Assassine oder was? Okay. Dann klettern wir mal, ne? Warte mal. Nicht so. Und mit dem Klettern muss ich nochmal üben. Okay. Hier geht's nicht hoch. Nicht so. Ich krieg das schon noch hin. Die Frage ist halt nur, wie lange es dauern mag. Da kann ich lang. Hoch mit dir, Cole! Die Reaper sind bestimmt gleich hier! Ja, ja, holen sie mal nicht rum. Also ich hätte hier Mordshöhenangst, aber der Cole, der macht das schon. Rostiges Metall löst sich auf, wenn sie einen elektrischen Schlag getroffen wird. Jetzt suchen sie Dinge, die durch Beschuss zerstört werden können. Ja. Ja, endlich was zu beißen! Da, 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 da! Verdammt, zu spät. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Die Reaper. Vor der Explosion waren es kleine Drogendealer und Junkies. Jetzt gehört das Neonviertel ihnen. Sie nehmen sich, was sie wollen. Das wird sich heute ändern. Na dann, mal auf sie, mit Gebrüll. Reaper erledigen, nach dem Sprung... Quadrat drücken, um einen Donnerschlagangriff auszuführen. Okay. Halt geschafft. So, bist du tot? Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt? Ist ja wieder, ne? Genau mein Ding. Gegner nicht finden. Das kann ich gut. Dann kann ich natürlich jetzt hier auch X drücken, um die halt gegenzuschleudern. Wenn ich treffen würde. Und es gibt halt jedes Mal halt auch Erfahrungspunkte und so. Die wir halt später noch gebrauchen können. So. Ich blitzdings dich. So. Noch jemand ohne Fahrschein hier da hinten. Es kommt noch mehr. So, ein bisschen aufladen hier, damit ich wieder nicht sterbe. Guten Tag. Liegen bleiben. Okay. Zwei auf einen Schlag. Läuft bei mir. So, Arschtritt in die Fresse. Das kann ich immer. So, Essenzeit habe ich gehört. Es ist viel Essen. Wir können 3 Wochen davon leben. Vielleicht länger. Wenn ich ein paar Leuten Stromschläge verpasse, flieht der Rest bestimmt. Dann wäre alles uns. Aber einige Leute verhungern vielleicht. Karma-Moment. Den Passanten das Essen überlassen oder auf sie schießen und das Essen behalten. Dafür ist nämlich diese blau-rote Anzeige da oben links. Das ist unser Karma-System. Eine ist auf. Essen wir. Verdammt. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ich wollte erschießen. Wichtig. Ihre Karma-Stufe wird durch eine blaue bzw. rote Kurve in der Grafik oben links im Bild angezeigt. Böse Taten wie das Verletzen von Fußgängern bringen Ihnen böses, rotes Karma. Gute Taten bringen Ihnen hingegen gutes, blaues Karma. Ihre Karma-Stufe bestimmt, wie Leute auf Sie reagieren, welche Kräfte, Upgrades verfügbar sind und wie Sie aussehen. Hey, Trish. Zum Glück hast du das Essen runtergeholt. Die armen Leute sind am Verhungern. Man tut, was man kann. Irgendwer musste ja helfen. Diese Idioten haben Dosenpflaumen abgeworfen. Wer bitte ist denn so ein Mist? Ja, eigentlich wollte ich halt, ne, aufs böse Karma gehen. Hey, cool! Du bist auf der Videowand. Unsere Stadt, unsere Leben zerstört. Weil das Gute habe ich mal privat gespielt. Wenn Sie etwas über diesen Mann wissen, sagen Sie mir Bescheid. Wir müssen die Stadt über diesen Terroristen aufklären. Er muss bezahlen. Siehst du? Die sehen mich nämlich als Terroristen. Schon mal als Terrorist bezeichnet worden? Ich kann mich nur erinnern, dass ich zur Arbeit gegangen bin.
dann bin ich um mein Leben gekommen. Aber das Video. Wo hatte ich das Paket her? Und warum sollte ich eine Bombe ausliefern? Für wen? Die Konsequenzen sind jedenfalls überall spürbar. Alles, was zwischen Trish und mir war, ist weg. Sie hat nichts gesagt, keine Emotionen gezeigt, ist einfach weggegangen. Aber dann haben die Menschen um mich herum angefangen, mich zu erkennen. Es wurde unangenehm. Sogar Sieg sah mich misstrauisch an. Wir haben beschlossen, uns auf der Stanton-Brücke zu treffen. Wir wollen weg aus der Stadt. Hoffentlich kommt er. Denn im Moment habe ich nicht viele Freunde. Nächste. So wirst du nämlich dann hier missachtet, nur weil du irgendwelche Superfähigkeiten hast. Statt dass man die wie ausnutzt oder so. Nee. Ja, wir wollen dementsprechend halt auch auf das böse Kammer gehen, statt das, was die da machen. Ach ja, komm doch, Penner. Ich habe euch das Essen gegeben, verschwindet. So. Du auch, weg. Okay. Habe ich denn irgendwo eine Karte? Ich glaube ja, ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Treffen uns dort. Und Sieg, danke, dass du mir hilfst. Kein Thema, Mann. Ich werde mich doch nicht mit dir anlegen. Bis gleich. Mhm. Wie läufst du denn gerade hier auf das Ding ins Rauf? Solltest du auch gar nicht. Okay, jetzt wird mir auf dem Radar unten rechts halt angezeigt, wo ich hinlaufen soll. Ja, zum Mülltonne. Ich sage Hannover Innenstadt. 1:1 Nachbildung. Geh weg. Hast du schon gesagt, geh weg? Geh weg. Wir müssen gleich einmal dieses etwas Heldenhafte, was wir an uns haben, gleich erstmal ablegen. Kommt gar nicht in die Tüte. Oh ja, ich erinnere mich an Sniper, die es halt später noch gibt. Die mich gut und gerne weggesnippert haben und einfach nur ängstend waren. Aber gut, gehen wir weiter. Ich glaube, ich schaff's. Aua! Immer wird man hier beschossen. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut, sowas. Kann man ja nicht machen. Ich bin ja auch mitten in so einem Gebiet voller Beppos hier. Okay. Da haben wir eine Mission, die wir annehmen können. Maul, du machst mich nicht fertig. Immer noch nicht genug. So, jetzt aber. So. Die Flucht. Missionsanfang. Stanton-Brücke. Der schnellste Weg aus der Stadt. Falls wir an dieser wild gewordenen Meute vorbeikommen. Wir kommen hier schon raus. So oder so. Folge mir. Er sagte, folge mir. Und was macht der andere? Vorausgehen. Scheiß Polizeiauto, das braucht keiner. Wir müssen an den Spezialeinheiten vorbei, wenn wir hier raus wollen. Ich könnte aus der Meute heraus ein paar Wachen einen Stromschlag versetzen, um einen Tumult auszulösen und sie von uns abzulenken. Das bedeutet leider, dass eine Menge Unschuldiger Prügel beziehen werden. Ja, dann ist es halt so, ne? Mögen mich eh nicht. Was? Wieso war das jetzt eine gute Tat? Ich glaube, es hackt. Nee, im Ernst, das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, ich habe das Prinzip vom Bösesein nicht verstanden, ne? Ich glaube ja. Kacke. So, und du? Geh weg. So, man kann es ja natürlich auch ein bisschen übertreiben hier. So, Außenauto, ein bisschen Strom abzapfen. So. Habt ihr jetzt genug? Jetzt aber. So, da soll ich jetzt drauf schießen. Kriege ich hin.
Ja. In Deckung gehen. Okay. Scheiß Pozilisten. Was heißt Polizei? Ist mir egal. Ja. So, komme ich da rum? Guten Tag. So, Deckung. So. Der will nicht sterben, ne? Ich kann ihn durch den Rauch hier gar nicht sehen. Heckenpenner. Okay. So ein bisschen heilen, hat noch nie geschadet. Ist da auch so ein Maschinengewehr? Ja. So. Mit den guten alten Blitzfäusten einfach drauf. Immer drauf da, trifft keinen Falschen. So, jetzt kann es sein, dass ich sterbe, weil ich keine Stromquelle finde. Ich finde wirklich keine Stromquelle hier. Gibt's ja nicht. So. Okay. Dann machen wir mal auf hier. Ja, dann machen wir das mal. Dieser Bereich steht unter strenger Quarantäne. Gegen unbefugtes Betreten wird ausnahmslos tödliche Gewalt angewendet. Das ist die letzte Warnung. Okay. Der hat sowas von um die Ecke geschossen, den Karl. Ich und Controller und Ziel, ne? Kann ja nichts werden. So, wir warten ganz kurz hier. Boah. Maschinengewehre. Ich hasse Maschinengewehre. Besonders, wenn sie auf mich schießen. Ich weiß, da bin ich eine sehr seltsame Person, was sowas angeht. Oh, komm. Hier den irgendwie so treffen. Aber der mich, weil ich ihn noch gar nicht sehen kann. Ich hasse es. Geschütze. Ich treffe den nicht. Jetzt. So. Geht doch. Kann ich hier hoch? Auf zum nächsten Beppo. Geht doch. Und da ist natürlich noch so ein... Es ist dann wahr. Kannst aber auch übertreiben hier. Dieser Bereich steht unter strenger Quarantäne. Gegen unbefugtes Betreten wird ausnahmslos tödliche Gewalt. Ja, tödliche Gewalt, mach ich auch. Sieg unternahm etwas. Er wandte sich
gegen das Tor zur Entseuchungsanlage und stürzte dann in den Hafen. Und ich bewegte mich, schneller denn je. Sie kannte meinen Namen. Die FBI-Agentin Moya hatte das Video von Ground Zero gesehen und hier auf mich gewartet. Sie wusste, dass ich abhauen wollte und Superkräfte habe. Sie sagte, ihr Mann John habe vor der Explosion versucht, die Erstgeborenen zu infiltrieren. Eine verdeckte Gruppierung, die an einem Projekt namens Strahlenkugel arbeitete. Es handelt sich um ein Projekt, das mehreren Menschen neuroelektrische Energie entziehen und diese in einer einzelnen Person bündeln kann. In der Nacht der Explosion verlor sie den Kontakt zu John und trotz aller ihrer Verbindungen schon bald auch die Hoffnung. Dennoch hat sie mich geholt. Sie schien Vertrauen in mich zu haben und hat mir ein Angebot gemacht. Ich soll zurück in die Stadt und John und die Strahlenkugel finden. Und sie hilft mir zu fliehen und meinen Namen wieder reinzuwaschen. Diese Strahlenkugel-Geschichte klingt zwar verrückt, aber schließlich wurde ich plötzlich eine wandelnde Steckdose. Vielleicht ist also doch etwas Wahres dran. Okay. Wegen der Unruhen da oben ist das der einzige Weg in die Stadt. Aufgrund unserer neuen Partnerschaft habe ich mir erlaubt, die Frequenz ihres Handys zu klonen. Ich bin mit ihrer GPS-Ortung verbunden und kann jedes Wort hören. Ja. Super. Zumindest haben wir jetzt ein Ziel vor Augen, mehr oder weniger, was wir halt jetzt letztendlich tun sollen. Ob das klappt, ist so eine andere Geschichte.